Hallo und herzlich willkommen hier bei Evergreen Garden, dem Garten, der immer grün bleibt. In diesem Video möchte ich dir den Kumquatbaum vorstellen. Das ist einer meiner Lieblingszitrusbäume und wieso das so ist, das möchte ich dir jetzt mit diesem Video erklären. Also, fangen wir erstmal mit der Herkunft dieses Baumes an. Also, wo kommt die Kumquat überhaupt her? Ich meine, man hört den Namen, das hört sich ein bisschen afrikanisch an, aber wo genau kommt die denn jetzt her? Also, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es so einen richtig coolen englischen Botaniker, der hat die Kumquat aus Südchina nach Europa bzw. London gebracht, woher sie auch ihren Namen dann bekommen hat, also Kumquat bzw. Fortunella, also die Frucht wurde nach dem Botaniker ernannt und der Botaniker, der hieß halt Robert Fortune und dementsprechend hat die Kumquat dann auch ihren wissenschaftlichen Namen erhalten, die Kumquat Fortunella quasi. Es gibt auch noch ein Synonym für dieses Gewächs, also die wird halt nebenbei auch noch Citrus Japonica genannt. Citrus Japonica kann man sich auch ein bisschen ableiten, Südchina, also es kommt aus der Region, deswegen Citrus Japonica. Ja, kommen wir weiter in Richtung Pflege des Baumes. Also zur Pflege kann ich euch nur sagen, da wäre es echt nett, wenn du mal auf mein erstes Video schauen würdest, denn pflegetechnisch ist es hier wirklich ähnlich wie bei der Orange, wie bei der Navette-Orange, die ich auch schon in meinem ersten Video vorgestellt habe. Da bin ich auch schon auf einige Merkmale, vor allem auf die wichtigsten Merkmale erstmals eingegangen und ja, da es sich hierbei auch um eine Art Zitrusbaum handelt, würde ich erstmal sagen, schau da mal rein, da hast du auch ein paar gute Pflegetipps dazu und dann weißt du auch alles rund um den Kumquatbaum, denn die sind sich sehr ähnlich hierbei. Vielleicht auch noch erwähnenswert an dieser Stelle wäre es, dass der Kumquatbaum auch als Zwergorange betitelt wird bei uns im deutschen Einzelhandel, sage ich mal. Also es könnte auch mal sein, dass wenn du mal so ein bisschen durch den Einzelhandel bei uns steppst und da mal so in die Obstabteilung schaust, und du siehst da auch Zwergorange, kleine ovale, orange-ovale Früchte, die schön duften und auch direkt mit Schale verzehrt werden können, weißt du sofort, ey, das ist ein Kumquatbaum. Und dann weißt du jetzt auch, wo der herkommt und wer diesen Baum vor allem auch entdeckt hat und nach Europa bzw. London gebracht hat. Es war halt der gute Robert, wie wir jetzt alle wissen. Ja, was kann ich dir noch über den Kumquatbaum erzählen? Also wieso ist dieser Kumquatbaum so interessant für mich und vor allem auch für dich, warum er nicht nur schön im Garten, sich schön im Garten macht, auf der Terrasse oder auch sogar in deiner Wohnung. Das sind halt hierbei auch noch so ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel der kompakte Wuchs dieser Pflanze. Also wir sehen das ja, dieser Baum wächst sehr kompakt und er lässt sich auch sehr leicht und schön schneiden. Ich habe im letzten Winter, zum Winter hin ein bisschen zurückgeschnitten, muss ich sagen, ein bisschen zu radikal, also da war wirklich am Ende nur noch ein Stock über. Und ihr seht ja hier an dem Baum, wie schön er sich entwickelt hat. Der hat sehr viele neue Triebe entwickelt. Dieses Jahr leider dann nicht zur Blüte gekommen, keine Früchte ausgebildet, weil er sich halt sehr stark auf diese Rückerneuerung, sage ich mal, der neuen Triebe fokussiert hat. Also wir haben jetzt sehr schönes neues Laub bekommen, neues Holz. Und das werde ich diesmal auch nicht wieder zurückschneiden, denn ich werde den jetzt erstmal so in Anführungszeichen wuchern lassen. Er hat für mich jetzt auch eine sehr schöne Größe bekommen und auch eine sehr schöne Form. Ein Baum in dieser Größenordnung kann bis an die 100 Früchte in der Saison tragen. Das Schöne an den Früchten ist, ihr könnt die direkt vom Baum reißen oder abernten und auch sofort samt Schale verzehren, also auch so direkt vom Baum naschen. Die schmecken sehr lecker. Es ist ein sehr interessanter Geschmack bei diesen Früchten. Das wirst du dann auch merken, die Schale ist ziemlich süß und das Fruchtfleisch ist etwas säuerlicher. Das kommt so ein bisschen einer Zitrone nahe, aber halt auch nicht ganz. Und es ist irgendwie eine Mischung zwischen Zitrone und Orange. Ich sag ja, also bei dem Geschmack, da kommt irgendwas ganz Neues zustande. Also Zwergorange trifft es zwar vielleicht vom Namen her, es sieht aus wie eine Mini-Orange, aber geschmacklich ist das doch nochmal was anderes und wird auch in sehr vielen Läden oder auch so in Restaurants als Delikatesse verkauft, weshalb ich auch jedem nochmal empfehlen kann und wirklich diesen Baum so sehr liebe, denn er duftet schön, er hat dieses Dauergrün und ist halt gleichzeitig auch noch sehr lecker und man hat bei der Ernte dieser Früchte, also wenn es dann zur Fruchtphase kommt, sage ich mal, und man erntet diese 100 Früchte, denkt man wirklich so, wow, ey, da habe ich echt was Großes auf die Beine gestellt, denn man hat 100 kleine Früchte, es sieht wunderschön aus, es riecht schön und zusätzlich schmeckt es auch noch schön. Also es ist eine echt kleine orange-ovale Faszination, würde ich schon fast sagen, diese Früchte. Und dementsprechend kann ich sie euch auch allen wirklich und vor allem dir da draußen nur ans Herz legen. Wenn du dich mal informierst über eine Kumquat, dann auf jeden Fall
zugreifen und kaufen. Ja. Kommen wir also zu meinem Fazit. Was kann ich über den Kumquatbaum sagen? Der Kumquatbaum ist in meinen Augen der perfekte Baum für den Einsteiger. Also wenn du da draußen gerade überlegst, welchen Zitrusbaum soll ich mir denn jetzt als erstes kaufen? Dann würde ich sagen, schnapp dir einen Kumquatbaum, denn der sieht nicht nur sehr gut aus, der wächst auch schön kompakt, er bildet sehr viele schöne, leckere, aromatisch schmeckende Früchte aus, die auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Baum sind, denn ich sage es euch, wenn ihr so eine Frucht mal probiert habt, die sind sehr lecker, frisch, man kann daraus sehr viele Dinge machen, man kann die zum Backen verwenden, man kann die in Softgetränke mit reinmachen, weiß ich nicht, einfach mal mit Wasser mischen, aber halt vor allem im Rohverzehr sind die auch sehr lecker. Ja, also man verzeichnet da sozusagen mit jedem Mal, wo man die Früchte aberntet, irgendwie seinen eigenen kleinen, gut schmeckenden Erfolg. Und das ist schon mal meiner Meinung nach ein sehr großer Pluspunkt an diesem Baum. Die Menge der Früchte, der Geschmack der Früchte, der kompakte Wuchs, die Optik dieses Baumes und das Beste ist auch platzsparend. Ne? Also wenn du da draußen nicht wirklich sehr viel Platz hast auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon, dann ist so ein Baum wirklich die optimale Wahl für dich. Denn wie gesagt, viele Früchte an einem recht kleinen Baum und ja, eigentlich auch recht pflegeleicht. Denn der ist ein bisschen winterhärter sogar als die Orange. Der kann bis zu minus 5 bis 6 Grad, sagt man, ab. Aber davon würde ich dir da draußen auf jeden Fall abraten. Bäume generell, also Zitrusbäume, alle Bäume, die so ein bisschen aus der südlichen Region kommen, die mögen sowas gar nicht. Also wenn es an die 0 Grad Grenze geht, würde ich dir auf jeden Fall raten, so gegen November, Ende November, Mitte November, auf jeden Fall spätestens, du merkst, es wird kälter, hol den auf jeden Fall rein in die Wohnung. Wenn du den überwinterst, dazu komme ich dann auch in meinen weiteren Videos, wo ich dann auf die Überwinterungsmethoden eingehe, aber hierbei kann ich schon mal sagen, auch wenn deine Wohnung etwas heller ist und etwas wärmer ist, ist das kein Problem, wenn du da so 18 Grad hast. Es ist nicht optimal für den Baum, aber dennoch lässt der Baum sich sehr gut durch den Winter ziehen, sage ich mal. Also du kannst ihn sehr gut über den Winter damit bringen. Er lässt sich sehr gut fahren. Du musst nur gucken, was das Gießen angeht und so. Aber das Ganze werde ich auch noch in meinen weiteren Videos dann erläutern. Da kommen wir auch schon zu meinem Ende, sage ich mal, dieses Videos. Also was kann ich noch sagen? Was kommt demnächst auf euch zu? Ich habe vorgehabt, noch so ein paar Live-Verkostungen zu machen. Also wenn ich jetzt irgendwie nochmal frische Früchte habe oder abernte. Die Orangen, die werden jetzt über den Winter hin reif. Ich habe auch noch einen Jutsu-Baum. Ist auch sehr interessant. Werde ich auch noch in den kommenden Videos ein bisschen näher drauf eingehen, erläutern, vorstellen. Ich habe noch eine Meier-Zitrone, auch eine sehr interessante Zitronenart. Ich habe noch einen Feigenbaum, auch sehr interessant. Dieses Mal viele Früchte ausgebildet. Habe ich gar nicht mit gerechnet, weil es eigentlich ein recht junger Baum ist. Und ja, auf jeden Fall Live-Verkostung der ganzen Früchte. Ich werde euch ein paar Überwinterungsmethoden ans Herz legen, was jetzt die Zitrusbaumarten angeht, wie man Zitrusbäume überwintert. Da gibt es nämlich eigentlich grundsätzlich zwei Methoden, aber meiner Meinung nach eine sehr optimale Mittelmethode, sage ich mal, so ein Zwischending, womit ihr auch eine sehr schöne Blüte- und Früchte-Reifungsphase, sage ich mal, mit inszeniert und einläuten könnt. Ja. Und seid auf jeden Fall gespannt, da kommt noch einiges auf euch zu. Das ist jetzt erst mein drittes Video, aber da werden noch viele weitere Folgen. In diesem Sinne würde ich sagen, genießt das schöne Wetter, genießt die letzten Sonnenstrahlen. Es kommt jetzt der schöne goldene Herbst auf uns alle zu. Die Zitrusbäume können auf jeden Fall noch draußen stehen bleiben. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao, adios.